habe noch den ältesten Rechner. Der ist jetzt 5 Jahre alt, aber der tut es noch gut, wie ich finde. Für mich reicht. Ein bisschen Photoshop. Ein paar Spielchen. Schafft er. Leitern zu bauen, wenn ich hier was finde. Haben wir unseren schönen Freund Kies, der sich unter uns vergräbt, wenn wir nicht aufpassen. Jetzt noch ein paar Fackeln hier hin. Ich finde die Musik ganz schön oder ganz gelungen. Zu dem Spiel passt sehr, sehr ruhig. Ist auch etwas schaurig. Und dann ist mir noch was eingefallen, was ich machen könnte. Und zwar ein paar von euch, oder ich hoffe, es kommen ein paar mehr aus NRW. Hören eins live. Die kennen bestimmt den Jimmy Breuer. Wenn nicht, dann erkläre ich es mal kurz. Sind wir schon oben? Ja. Jimmy Breuer ist ein... Er nennt sich Superstar, aber... Er ist ein Comedian, der schlechte, richtig schlechte Witze macht. Die schon wieder so schlecht sind, dass man wieder lachen muss. Aber keiner darf in dem Saal lachen. Hört sich blöd an, ist auch blöd, aber ist halt so. Und ich wollte sowas machen, weil ich als Talent habe, schlechte Witze zu erzählen. Oder die anderen finden halt meine schlecht sind. Ich lache immer drüber. Das ist halt eine Macke von mir. Schlechte Witze. Die Unboxings zu zweit folgen werden erstmal mit meinem Handy aufgenommen in 720p, wie das Video hier auch. Eigentlich wird in Full HD aufgenommen, aber 720 reicht für YouTube. Kleinere Daten, weniger Rechenleistung. Alles halt besser. Och man, ich wollte noch ein paar Schaufeln machen. Und zwar die richtigen Unboxings in guter Qualität kommen ab. Ja, wie ich eben gesagt habe, Januar. Ich eine neue Canon EOS 550D habe. Habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Die haben wir vorletzte Woche beim Mediamarkt gekauft. Für... Wie viel waren das?
Euro, egal, könnt ihr nachgucken, wenn ihr wollt. 900, 800, 840, 860 Euro. Mit Doppel-Zoom-Kit. Eigentlich wollte ich das erst gar nicht haben, weil ich die Kamera zum Fotografieren von Fußball haben möchte. Aber dann habe ich einzelne Tests im Internet gelesen und da kam ich auf einstimmig, dass die normale Kit-Linse mit 18 bis 135 mm tot nicht reichen werden, um richtig Fußball zu fotografieren. Darum habe ich mich dann halt entschieden, die 18 bis 55 bis 250 mm zu holen. Ist ja schon mal die doppelte Brennweite bei dem großen. Und wird auch die zwei unterschiedlichen in der Bildqualität etwas besser sein sollen. Habe ich halt für die entschieden. Wenn, heißt ja immer. Man soll halt ein bisschen, wenn man sich schon so eine Kamera holt, die braucht eh schon ein bisschen Pflege. Da kann man dann ein bisschen Objektivwechsel zweimal am Tag durchführen. Sonst braucht man sich keine DSLR zu holen, dann kann man auch bei seiner kompakten bleiben. Oder bei seiner Twitch-Kamera. So. Der Server müsste eigentlich noch... Ich glaube... Ich weiß nicht, dass ich mir was holen werde. Und ein bisschen Holz abbauen. Ich komm schon wieder. Werde. Um mir... Leitern bauen zu können. Damit wir dann einen hohen Turm bauen können. Die gleichen Wörter, das nervt voll. Weiter Monitor wird auch bei meinem PC bald folgen. Das war halt lang ein und habe ich jetzt weggemacht, weil ich nicht gebraucht habe oder nicht so oft. Und jetzt für die LP ist es halt komfortabler, einen zweiten Monitor zu sich zu haben, wo man zum Beispiel die Ordnerstruktur hat oder sonstige Sachen. Zum Beispiel jetzt könnte ich zum Beispiel Crafting Rezepte haben. Das kann ich euch eigentlich auch hier gerade zeigen, wenn ihr auch mal wisst, wie ihr da hinkommt. Oder euch sogar zeigen, wie ihr das Texturpackage runterlädt. So, machen wir mal kurz mal. Nach oben. Ein Stück. So. Dann ende ich mal gerade die Aufnahme. Aber eigentlich ja nicht. Ich gehe jetzt aus Minecraft raus, um euch zu zeigen, wie ihr das Texturpackage bekommt, wo ihr das Spiel kaufen könnt und was der Classic-Modus ist. Genauso weiß ich nicht mehr. Bis Ende. So. Sehr viel Zeit.
Ich wollte mich noch entschuldigen von meinem ersten Part. Da habe ich Fraps erklärt. Das ist mir aber erst aufgefallen, dass Fraps das gar nicht mit aufgenommen hat, wie ich das angezeigt habe. Daher soll mal den Firefox öffnen. Puh, jetzt kann jeder meine E-Mail-Adresse lesen. So, das Minecraft bei Google. Dann gehen wir am besten auf Wiki ein. Ach so, die Crafting-Rezepte wollte ich euch geben. Das hier ist die deutsche, hier oben ist die englische Seite von dem Wiki. Das sind wir hier gelandet. Da haben wir hier unten die Blockerklärung. Und hier haben wir ein schönes Bild, das mag ich ganz gerne. Hier, Feuer, Taschen, ja, das eigentlich heißt der Torch, Taschenlampe, aber das ist halt die Fackel. Mal Leitern, Schienen, hier noch kleine Sachen. Dann haben wir hier mal Gameplay, Server, Programme, Rezepte. Dann mal hier zum Beispiel Holz. So, wenn dann die Blöcke, so bauen wir TNT her, so machen wir Schneebälle. Oh, Schneebälle machen wir so ein Schnee. Schneebällen genutzt werden. Hier machen wir uns eine Dekoration. Schallplattenspieler. Hier können wir unseren Kürbis zu einer Fackel umwandeln. Hier haben wir die Sachen von unseren Werkzeugen. Hier haben wir das Feuerzeug. Ein Eimer, ein Kompass. Eine Uhr. Eine Angel. Hier haben wir einfach, hier können wir uns ein Schwert bauen. Einen Bogen. Hier sind Rüstungen. Hier haben wir einen, das ist ein Minecar. Ist ein angetriebenes Minecart, das hier ist eine Güter-Minecart, das sind die Schienen, da ist ein Boot. Ich habe zuerst gedacht, mein Bruder hätte die Bodenplatten gefunden. Jetzt sehe ich aber gerade, das sind Druckplatten. Die Druckplatten sind dafür da, um einen elektrischen Impuls irgendwo hinzuschicken, dass sich eine Falle auslöst. Hier so bauen wir eine Tür. Das hier ist ein Schalter, Redstone Fackel, hier ist ein Hebel, Nahrung, eine Schüssel, und dann mal da Pilzsuppe, Brot und goldenen Apfel. Der heilt dann alle Sachen. Hier haben wir noch Leitern, Schilf, Papier, Buch, ja. Jetzt gehen wir auf das ganz normale Minecraft, um euch dazu zeigen, wie ihr das Spiel kaufen könnt. Minecraft. Geht ihr hier oben auf Registrar. Steht dann hier Burning Alpha, Pre-Order. Dann geht ihr hier, dann steht dann hier irgendwo. Hier, wenn es fertig ist, kostet 20 Euro. Wenn es im Moment kostet 19, 9,95 €. Es ist zurzeit noch in der Alpha-Phase, also noch vor der Beta. Da steht Microsoft Minecraft Beta 20. Dezember. Also können wir uns schon mal drauf freuen. So, hier dann noch ein paar News. So, was haben wir hier? Da haben wir Alpha, Download im Browser. Da haben wir das Singleplayer Classic-Modus. Also hier haben wir jetzt, starten wir mal kurz mal. Ist jetzt der der Classic-Modus. Da ist halt jetzt alles verfügbar von den Rohstoffen, so viel wie wir wollen, also ohne Begrenzung. So, ich sag mal jetzt, hier gibt es auch keine Leben oder so, hier ist auch kein Texturpackage oder so drauf. Ich sehe mal nur hier unten die Baustoffe, die da sind. Alles geht ganz schnell kaputt. Deswegen kann man sich ganz schnell nach unten bauen. Dann mal Gold. Dann mal Lava.